Pause in Linz und wir überbrücken die Pause, bis es hier wieder losgeht zur zweiten Hälfte mit einer Zusammenfassung der österreichischen Jiu-Jitsu-Meisterschaften. Die haben am 5. und 6. November in Kottingbrunn stattgefunden. Jiu-Jitsu, übersetzt bedeutet das sanfte Kunst. Von sanft kann aber nur bei der Verbeugung die Rede sein, denn besonders die actiongeladenen Fights machen diese extrem dynamische Kampfsportart aus. Einst wurde Jiu-Jitsu von den Samurai betrieben, um beim Verlust der Waffen weiterkämpfen zu können. Heute ist dieser Sport zu einer wahren Trendsportart gereift, vor allem in den heimischen Gebieten. Grundsätzlich ist Jiu-Jitsu in Österreich schon sehr lange etabliert und werden auch von Militäreinheiten, Polizeieinheiten, aber auch von Sicherheitsfirmen, Sicherheitsdiensten praktiziert, weil es optimale Selbstverteidigungstechniken hier beinhaltet. Jiu-Jitsu soll aber auch das Selbstbewusstsein stärken. Ein Vorteil, den sich schon die Kleinsten zu eigen machen. Also ich habe es begonnen, weil es ist gleich um die Ecke von uns zu Hause und ich wollte es mal ausprobieren. Weil früher haben mich alle immer gehört und dann konnte ich mich halt wehren. Jetzt lehren eigentlich die anderen. Ziel des Jiu-Jitsu ist es, Angreifer möglichst effizient unschädlich zu machen. In jeweils einem Part des Kampfes kann dies durch Schlag-, Wurf- und Festhaltetechniken geschehen. Ein Kampf wird nach von den Kämpfen erreichten Wertungspunkten entschieden. Durch die technische Feinarbeit ist Robert Horak als technischer Verbandsdirektor verantwortlich. Part 1 ist in der Schlagtechnik Semikontakt. Das bedeutet, mein Gegenüber darf nicht fest oder hart getroffen werden. Ähnlich dem Karate. Beide Kämpfer versuchen eben einander durch Tritt-Kick-Techniken, die natürlich geblockt werden dürfen, zu treffen. Wenn die Kampfrichter die Hände nach oben strecken, senkrecht, ist das ein voller Punkt, so wie hier in Part 2, ähnlich einer Judo-Wurftechnik, die in Part 3 übergeht, wo man versucht, im Bodenkampf, sei es durch Festhaltetechnik, sei es durch Würgetechnik oder Hebeltechnik, seinen Partner im Bodenkampf zu bezwingen. Besonders die heimischen Athleten zählen im Jiu-Jitsu-Sport zur absoluten Weltklasse. In den letzten 3 Jahren holten sie 31 Gold- und Silbermedaillen bei internationalen Titelkämpfen für Österreich. Trotz geringer medialer Aufmerksamkeit und wenig finanzieller Mittel. Das Erfolgsrezept der Österreicher ist intensives Trainieren. Wir analysieren weltweit die besten Sportler in diesem Bereich, im Fighting-Bereich, im Duo-Bereich. Das sind diese zwei internationalen Wettkampfsysteme, die es gibt. Und versuchen uns hier anzupassen. Und uns ist es gelungen, in einer kurzen Zeit den Abstand zu den anderen Ländern, die hier Weltspitze waren, abzubauen bzw. die Weltspitze zu übernehmen. Zu einem der größten Talente des Landes zählt Oliver Haider. Einst galt er als Österreichs Nummer 2 im Judo-Sport nach Ludwig Peischer. Bei den österreichischen Jiu-Jitsu-Meisterschaften in Kottingbrunn in Niederösterreich kann er vor allem mit seiner Erfahrung aus dem Judo punkten. Der Vorteil ist einmal der, dass ich den Sport jahrelang schon mache und allein die Erfahrung mir schon relativ viel bringt, um da taktieren zu können. Und man muss auch erklären, es gibt beim Jiu-Jitsu 3 Parts. Ne? Es gibt den ersten Part, der ist Schlagen, dann gibt es den zweiten, der ist Werfen und beim dritten macht man eben am Boden eine Aufgabetechnik oder eine Festhaltetechnik. Ne? Und mein stärkster Part war immer der zweite Part, also der Wurfpart, weil ich eben jahrelang im Judo unterwegs war. Neben Haider steht auch ein ganz anderer, ganz oben im österreichischen Jiu-Jitsu-Sport, Florian Hassel. Heuer hat er bereits die Slowenien Open für sich entschieden. Auch bei den diesjährigen Staatsmeisterschaften wird er seiner Favoritenrolle gerecht. Auch wenn ein paar taktische Spielchen wie die Mattenflucht dabei waren. Bewegt man sich auf diesen blauen Mattenrand hin? Oder ist man schon auf diesem blauen Mattenrand, wird der Kampf unterbrochen und wieder in die Mitte der Matte versetzt. Wenn man jetzt weiß, man ist schlecht am Werfen, man wird wahrscheinlich geworfen, bewegt man sich schon mal taktisch Richtung Mattenrand
damit man dann eventuell, wenn es soweit ist, eventuell einen Sprung auf die Matte rausmacht, sodass der Kampf unterbrochen wird. Nicht nur im Einzelwettkampf glänzen Österreichs Jiu-Jitsu-Sportler. In der Königsdisziplin der Duo-Klasse wurden Vera Bichler und Markus Haider in diesem Jahr Weltmeister. Weltmeister in der allgemeinen Klasse und das mit 21, das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis. Sie trainieren gemeinsam, seit sie 7 Jahre alt sind, in Gressbaum. Kann sich da mit gegen Angriffe verteidigen auf der Straße oder auch mal Sport, so wie es wir machen, das Ganze machen. Und das ist dann wie Karate und Judo zusammen. Sich gegenseitig zu schonen, kommt für die beiden nicht in Frage. Man möchte miteinander das herzeigen. Und deswegen geht es nicht darum, dass ich sie verletze oder dass sie mich verletzt, sondern dass wir kontrolliert davor abstoppen, bevor wir den anderen wehtun. Ich höre schon oft, dass ich relativ brutal bin, weil bei Markus darf ich einfach wirklich reinschlagen auf Kontakt, auf Gemma, Gemma. Im Duo kommt es darauf an, eine perfekte, realistische Kampfchoreografie mit seinem Partner vorzuzeigen. Der Kampfrichter wählt am Beginn aus 20 Techniken jene aus, die präsentiert werden muss. Im Duo zählt vor allem die Sauberkeit und die Präzision, mit der die gezeigten Techniken angewendet werden, sowie der dynamisch aggressive Gesamteindruck. Wenn man natürlich einen Kampfschrei und dadurch die Mimik dazu passt, dann kommt einfach, ist die Aggressivität sehr viel höher, als wenn man das ganz komplett weglässt. Und jeder hat, wie man hört, also wie man auch gehört hat, hat jede Person seinen eigenen Kampfschrei. Es gibt da keine Richtlinien, sondern jeder hat seinen eigenen Kampfschrei entwickelt und setzt diesen dann auch auf der Matte um und das im Gesamtpaket wirkt dann aggressiver und die Schläge werden auch härter. Bewertet wird der Duokampf im Skisprung von 5 Kampfrichtern mit Haltungsnoten von 0 bis 10. Die höchste und die niedrigste Bewertung werden dabei gestrichen. Die größte Publikumsresonanz bei den diesjährigen Staatsmeisterschaften erlebt der Kampf im Frauenduo Vera Bichler und Andrea Gruber. Hier mit rotem Gürtel gegen die Bicirovic-Zwillinge. Bei der WM in Cali im Oktober haben den beiden nur 0,5 Punkte gefehlt und es hätte mit den Bicirovic-Zwillingen ein rein österreichisches Finale gegeben. In Kottingbrunn fällt deshalb das lang ersehnte Aufeinandertreffen besonders spannend aus. Gerade eben die Mitte auf der Matte. Nach zweimaligem Punktegleichstand und daraus resultierender zweimaliger Verlängerung setzten sich am Ende Mirneta und Mineza Bicirovic durch. Es war ein harter Kampf, muss man schon sagen. Und das sieht man wieder. Also wir haben uns ehrlich gesagt den Kampf nicht so hart vorgestellt. Wir haben die Gegner ehrlich gesagt sehr unterschätzt. Und da sieht man wieder, dass man die Gegner nicht unterschätzen darf, auf gar keinen Fall. Es kann immer was schief gehen. Wir machen eigentlich sozusagen das Vollkontakt-Duo, weil wenn wir schlagen, wir treffen immer, egal ob mit Fäusten oder mit den Füßen. Und das ist das, was uns auch ausmacht. Und es bringt auch auf jeden Fall höhere Punkte. Und das sind auf jeden Fall halt unsere Stärken. Unter den zahlreichen Teilnehmern finden sich auch 16 mental gehandicapte Sportlerinnen und Sportler bei den diesjährigen österreichischen Meisterschaften ein. Eine Paarung in diesem Duokampf besteht immer aus einem mental gehandicapten und einem gesunden Partner. Der Gesunde greift an, der geistig Benachteiligte wehrt immer ab. Dazu dienen ihm 5 verschiedene Abwehrtechniken, die anschließend von 3 Kampfrichtern mittels Fähnchen nach Farbe bewertet wird. Keine Punkte, einzig die Mehrheit der Fähnchen entscheidet, wer besser war. Bemerkenswert ist hier vor allem die Herzlichkeit und die Lebensfreude der geistig Benachteiligten, der auch nach einer Niederlage nicht verloren geht. Frei nach dem Motto: Dabei sind alles. Und das aus dem Mund einer wahren Staatsmeisterin. Anita Zach hier mit weißem Gurt versetzt ihre Konkurrenz in der allgemeinen Gürtelklasse weiß auf die hinteren Ränge. Für diesen Erfolg mitverantwortlich ist Trainer Günther Grill. Er rief vor einigen Jahren das Projekt Mental Handicap im Jiu-Jitsu-Sport ins Leben. Ich mache seit vielen, vielen Jahren Kampfsport. Und eine Behinderteneinrichtung hat mich gebeten, einen Selbstverteidigungskurs zu starten. Und dann habe ich mich ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt. Und dann habe ich so viel Herzlichkeit, so viel Enthusiasmus kennengelernt bei den mental behinderten Sportlern. Und da habe ich mir entschlossen oder als Ziel gesetzt, Jiu-Jitsu für Mental Handicap in Österreich und vielleicht sogar in Europa zu verbreiten. Kampfsport galt im Behindertensport als verpönt. Nun möchte sich Günter Grill bundesweit mit seinem Projekt einen Namen machen, denn Jiu-Jitsu stärkt nicht nur das Selbstvertrauen, sondern hilft den geistig Benachteiligten auch, die gesundheitlichen Barrieren zu überwinden.
Sie müssen sich vorstellen, mental behinderte Menschen können natürlich nicht diese koordinativen Fähigkeiten, die nicht behinderte Sportler haben. Und deshalb ist es ganz besonders für sie wichtig, diese Fähigkeiten zu schulen. Das heißt, wir legen sehr viel Wert auf Links-Rechts-Kombinationen, dass die Würfe auch links und rechts geworfen werden, sehr viel Gleichgewichtsschulung. Das ist das Problem, das im mental behinderten Sport immer wieder auftritt, dass eben diese koordinativen Fähigkeiten vernachlässigt werden. Und deshalb ist Jiu-Jitsu gerade dazu prädestiniert für diese Menschen. Sport am Sonntag für Licht ins Dunkel. Steigern Sie mit, helfen Sie mit. Als fünfter Mann.